Hakenkreuze, ausländerfeindliche Parolen und Davidsterne, damit haben noch unbekannte Täter Gebäude beschmiert. In Erftstadt, in Wesseling und in Leverkusen. Bei uns im Rheinland gibt es ja seit Wochen immer mehr solcher Neonazi-Schmierereien. Rechtsextremistische Organisationen wollen damit wohl verstärkt auf sich aufmerksam machen. Experten schätzen, dass die sogenannten freien Nationalisten und Kameradschaften verhindern wollen, dass Anhänger, die durch die Terrordebatte verunsichert sind, ihnen den Rücken kehren. Davidsterne auf den Türen von St. Germanus in Wesseling. Der Hausmeister ist seit gestern damit beschäftigt, die Schmierereien zu entfernen. Die Täter hatten auch Hakenkreuze an die Kirchengebäude gesprüht. Nur ein paar Kilometer weiter in Erftstadt hatten unbekannte ausländerfeindliche Sprüche und Nazi-Symbole an das Rathaus und an Parteibüros geschmiert. Nach Ansicht von Experten ist die Sprühaktion alles andere als ein dummer Jungenstreich. Bei diesen Sprühereien im öffentlichen Raum haben wir es tatsächlich mit organisierten Strukturen zu tun, die gewalttätig sind, die eine Bedrohung für die vermeintlichen oder tatsächlichen politischen Gegner, für Migranten und andere, die nicht ins Bild der Neonazis passen, darstellen. Und deswegen muss man so etwas auch ernst nehmen. Der Mann mit Hut ist Axel Reitz, Anführer rechtsextremistischer Gruppierungen im Rheinland. Er hat 2 Jahre wegen Volksverhetzung im Gefängnis gesessen. Kaum in Freiheit ist er schon wieder dabei, rechte Bündnisse zu schmieden. Im Rhein-Erft-Kreis ist es Rechtsextremisten bisher nicht gelungen, flächendeckend Fuß zu fassen. Nach Ansicht von Fachleuten versuchen sie aber auch hier ein Netzwerk aufzubauen. Die Schmierereien vom vergangenen Wochenende könnten der Versuch sein, Anhänger zu werben. Das kann man bei Axel Reitz durchaus erkennen. Er ist daran interessiert, dass solche Strukturen wachsen, dass es Organisationen gibt, die verlässliche Aktivisten auch hervorbringen. Inwieweit er jetzt persönlich darin involviert ist, vermag ich nicht zu sagen, aber sein Interesse ist das auf jeden Fall. Die Erftstädter haben die Schmierereien inzwischen entfernt, aber das allein reicht ihnen nicht. Wir müssen die Jugend vor allem dafür gewinnen, dass sie klare Positionen für die Demokratie und für Toleranz bezieht. Das läuft über die Schulen und auch über die Kindertagesstätten. Also wir versuchen hier in Erftstadt eine sehr tolerante Stadt zu sein und das auch zu leben und zu praktizieren. In Erftstadt hat es zuletzt vor 2 Jahren in dieser Gaststätte eine größere Veranstaltung mit Neonazis aus ganz Deutschland gegeben. Seitdem war es jedoch verhältnismäßig still geworden um die örtlichen Neonazis bis zum vergangenen Wochenende. Hier ist es jetzt allerdings tatsächlich erstaunlich, dass nun nicht nur der vermeintliche politische Gegner angegriffen wird, sondern dass eben auch die etablierte Politik zu Gegnern erklärt wird, der Staat sozusagen und auch Kirchen. An St. Germanus in Wesseling sind die Nazi-Symbole inzwischen beseitigt. Auch hier denkt die Gemeinde jetzt darüber nach, was zu tun ist gegen rechte Angriffe.